Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Ereni, medialer Energetiker und Astrologe aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ich melde mich heute aus dem wunderbaren Garten der Geheimnisse in Sirning und da ist ja in der Natur ja immer noch die Welt in Ordnung. Und heute geht es ja um das Thema, die Welt ist verrückt geworden. Und es scheint nichts mehr so zueinander zu passen. Ich hatte diese Woche eine Menge Klienten, die einfach total verunsichert sind, weil sie sagen, es ist ja eigentlich nichts mehr normal. Künstliche Intelligenzen beantragen Anwälte, Würmer, die Plastik fressen. Und man weiß nicht mehr, wohin man sich orientieren soll. Das heißt auf einmal, so wie es mal war, geht es nicht mehr weiter. Und das ist natürlich für viele Leute irritierend und verstörend. Und ich werde da immer wieder gefragt, naja, wie geht es denn weiter? Das heißt, die Leute wollen immer eine gewisse Voraussicht haben, eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Orientierung, was man denn tun kann. Und die gibt es ja natürlich nicht. Auch wenn ich jetzt eine Orakelkugel hätte und sage, genau das wird passieren in den nächsten Wochentage, wird das doch nur kurz eine Linderung bringen. Denn was ist, wenn die nächsten Tage, Wochen vorbei sind und dann wieder etwas Neues auf dich zukommt? Das heißt, wie findest du Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten, wo nichts mehr zueinander passt? Da ist es am wesentlichsten aus meiner Sicht, wieder bei dir zu sein, klar zu sein und dich darauf zu besinnen, welche Art Person du bist. Wie hast du gelebt bis jetzt? Wie willst du weiterleben? Was willst du noch machen? Und auf was kannst du dich verlassen? Und das wird letzten Endes nur dein Innerstes sein. Das ist jetzt keine neue, großartige Erkenntnis. Aber am Ende des Tages kommt es immer darauf an, dass man zu sich zurückkehren kann und in sich stabil ist. Und wir haben verlernt, in diese Stabilität zu gehen und da zurückzufinden. Wir sind so abgelenkt von außen, von diesen ganzen Geräuschen, von diesen ganzen Meldungen, die auf dich einprasseln. Und für mich ist es eben, ich sage es auch immer wieder, die Natur eine Möglichkeit, einmal weg von der Technologie zur Ruhe zu kommen, zu meditieren, Sonnenaufgang anzuschauen, Sonnenuntergang anzuschauen, ohne dass das Handy eingeschaltet ist. Und das ist für mich zum Beispiel so ein Punkt, wo ich wieder mich selber spüren kann, schauen kann, wo geht die Reise hin und was möchte ich machen, auf was kann ich mich verlassen und wo muss ich einfach dann vertrauen, dass es funktioniert. Und in diesen Momenten, wenn ich mich da prüfe, prüfe ich auch immer so meine Lebensenergie. Meine Energie fließt dann, wenn ich Ziele habe, die für mich sinnvoll sind. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich für was einsetzen, was mir Freude macht, was mir Spaß bereitet, dann merke ich, da kommt viel mehr Kraft und viel mehr Energie. Das heißt, es ist auch so ein Punkt, dass wir in einer Sinngesellschaft sind. Wir wollen eigentlich Sinn finden. Und wenn wir keinen Sinn sehen in unserem Alltag, in dem, was wir tun, ist es auch schwierig, da viel Energie aufzubringen oder Energie bereitzustellen, zu sagen, ich halte mein Niveau. Und deshalb sind eben so meine Tipps, zur Ruhe kommen und den Sinn finden, also das Ding finden, was dir Sinn gibt, was dir Sinn stiftet. Dann fließt auch die Energie, dann kommt auch die Sicherheit. Und dann ist es ganz egal, ob wir Superwürmer haben oder künstliche Intelligenzen, die vor Gericht ziehen. Denn dann weißt du, dass du in dir selber sicher bist und dich auf dich selbst verlassen kannst. Und auf das kommt es ja letzten Endes an. Und wenn du da ein bisschen mehr trainieren möchtest, wie du zu dir kommst, dann mach doch einfach mal einen Kurs bei mir. Im September startet meine Ausbildung und ich habe auch immer wieder so Wochenendseminare oder natürlich auch Einzelsitzungen, wo du lernst, wieder in deine Mitte, in deine Kraft zu kommen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich und werde jetzt noch, bevor das große Gewitter kommt, noch ein bisschen hier den wunderbaren Garten der Geheimnisse genießen. Eine gute Zeit, dein Oliver Ereni. Bis bald.